Es geht tatsächlich um Emotionen, es geht um Zugehörigkeit, es geht um Identität, es geht darum, wie wir Geschichten erzählen, wer hat Deutungshoheit, wer darf was sagen oder nicht sagen, wem wird was verboten oder wie hat der das überhaupt gemeint, hat der es überhaupt so gemeint, wie es angekommen ist. Also das ganze große, komplexe Feld der Sprache arbeiten wir jetzt in einer Stunde ab. So, deswegen glaube ich, dass eben ja auch ganz wichtig ist, dass die Haltung hinter dem, was wir sagen, die richtige ist. Und weil ich kenne ganz viele, wenn man zum Beispiel aufs Dorf kommt, ich habe eine Lesung gemacht auf einem kleinen Ort, da kam eine 86-Jährige zu mir und sagte, ja, bei uns im Dorf gibt es auch einen Neger, der ist ja so nett. Und das fand, ja, und ich fand das wunderbar, weil die Frau hat das aus tiefstem Herzen gesagt und die wusste es nicht besser tatsächlich. Und da habe ich gesagt, ja, warum soll ich die jetzt zusammenscheißen und sagen, hier, Neger, sag mal aber nicht. Halte ich für unsinnig denn in dem Moment so. Ja. Wie würden wir uns denn, ich denke, wir beide sind schon länger als mit unseren Familien vermutlich hier in Deutschland, wie würden wir uns denn dann nennen, wenn ihr sagt, wir wollen nicht nur immer die anderen benennen, sondern wir benennen jetzt mal uns. Wie benennen wir uns dann? Als Bio-Deutsche? Ja, Bio-Deutsche ist natürlich eine Möglichkeit, aber bevor ich mich benenne, werde ich ja immer schon benannt in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Die häufigste Formulierung ist Kartoffel. Ich finde es eigentlich ganz charmant. Und wir regen uns ja letztlich auch nicht über den Migrationshintergrund auf, sondern wir regen uns darüber auf, dass wir begriffen haben, Mensch, durch diesen blöden Migrationshintergrund bin ich ja jetzt gar nicht mehr Deutsche. Also es hat sozusagen eine ganze Weile gedauert, bis Leute wie ich wären ja sozusagen statistisch nicht markiert gewesen. Wir wären ja als Deutsche in die Statistiken eingegangen, da hätte sich so ein Normalisierungsprozess vollzogen und ich merkte dann plötzlich statistisch, wie durch die Debatten, durch den Migrationshintergrund haben wir den neuen Ausländer kreiert, der halt etwas weniger ausländisch war als der ursprüngliche Ausländer. Ich habe diese Woche meiner Tochter Max und Moritz vorgelesen, die Geschichte von Lehrer Lempe. Da ist ja auch, wo Max und Moritz ihm Schwarzpulver in die Pfeife und dann explodiert er und dann beschreibt, eben zum Schluss wird beschrieben, wie er aussieht, dass er eben verbrannt und all das und dass er eben aussieht wie ein Moor. Und ich habe da gesessen und ich konnte dieses Wort nicht aussprechen. Die Selbstbestimmung wird aber hier schon unterminiert in dem Moment, wo der Thienemann Verlag hingeht und das Wort rausstreicht. In dem Moment, wo der Thienemann Verlag hingeht und Geschichte umschreibt. Preußler hat das genau so geschrieben. Und genau, das ist doch Astrid Lindgren, Negerkönig, Mark Twain, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die haben versucht, alle Negros und Niggers rauszustreichen. Aber wir leben heute in einem anderen Deutschland. Ja, aber, das Deutschland ist aber nicht mehr so richtig, wie damals. Das ist aber 1984, da wurde auch die Vergangenheit an die Gegenwart angepasst. Wenn ich einen Roman zum Beispiel wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn über die Sklavenzeit lese, wenn ich einen Roman über den Holocaust lese, dann muss ich die Begrifflichkeiten aus dieser Zeit lesen, um sie im geschichtlichen Zusammenhang zu haben. Okay. Wir sind Mensch, natürlich zuerst Mensch und diese Unterschiede sind Teil dieser Narration, die wir über uns haben. Und also worauf ich hinaus will, ist, dass wir ein bisschen mitkämpfen sollten oder ich mir wünsche, dass wir den Migranten und den Migrationshintergrund rausschieben aus, die Affirmative Action ist etwas Wichtiges und ein politisches Instrument, für das wir diese Statistik brauchen, aber die Menschen mit Migrationshintergrund brauchen nicht per se Affirmative Action, sondern sind in sich nochmal viel, viel differenzierter und diverser. Wir sollten nicht nur über Unterschiede sprechen, das ist absolut eben auch eine Botschaft, die ich immer wieder habe. Wir sollten eben auch darüber sprechen, was uns gemeinsam ist und das ist sehr, sehr viel. So, wir bekommen alle in der Pubertät Pickel, wir haben alle die gleichen Probleme, Männlein wie Weiblein, Schwarz wie Weiß. So, und das heißt, wir sollten jemanden benennen, wenn wir den Namen nennen, dann sollten wir den Namen nennen und wir sollten miteinander sprechen. So, das ist meine Botschaft, was das angeht.